Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Und auch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, ihr hattet einen, ja, bislang angenehmen Morgen und frühstückt hier vielleicht gerade oder einen angenehmen Tag, wenn ihr das später guckt. Und ich möchte euch auch nochmal darauf hinweisen, dass heute um 17 Uhr der Livestream-Talk wieder stattfindet. Um 17 Uhr fangen wir an und machen das Open End. Also ich denke mal, so ein, zwei Stunden wird es wieder mindestens gehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn einige von euch einschalten. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir auf meiner Telegram-Gruppe folgt. Das werde ich unten auch nochmal für euch verlinken. Wie gesagt, keine Angst, das ist keine Schwurbelei. Da wird nur immer reingepostet und reingeteilt, was ich so an Videos raushaue, beziehungsweise wann die Streams kommen auf meinen Kanälen und auf Twitch. Mehr kommt da nicht, keine Sorge. Und ab und zu mal eine lustige Sprachnachricht, also es lohnt sich. Also gehen wir jetzt heute mit Claudia Norberg mal hier auch weiter. Das haben sich viele von euch gewünscht und viele fragen sich, was ist denn mit Claudia Norberg los, wo ist sie? Einige Zeitungen berichten sogar, dass sie spurlos verschwunden ist und untergetaucht und keiner weiß, wo sie ist. Das Ganze ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie teilweise von manchen Zeitungen so dargestellt, aber es sind hier und da auf jeden Fall krasse Sachen, wo man sich fragt, Mensch, warum sagt sie zu Michael Wendler nichts und wo ist sie überhaupt? Und es gibt jetzt einige Informationen, an die ich jetzt durch ein wenig Recherche gelangt bin, die dafür sprechen, was passiert sein könnte und wo sie jetzt gerade ist. Und ich finde es ganz wichtig, das Ganze auch nochmal aufzuarbeiten, weil viele hatten auch in den ganzen Kommentaren danach gefragt oder auch generell mich angeschrieben, was ist denn eigentlich mit Claudia und warum sagt sie dazu nichts? Und das wird jetzt auch eher ein Video, was wohlwollend ist, weil sie tut mir persönlich sehr leid. Ihr könnt gerne eure Meinung sachlich unten reinschreiben, aber sie tut mir schon leid, dass sie dort ja einmal ersetzt wurde von einer wesentlich jüngeren, dann auch mehr oder weniger jetzt einen Scherbenhaufen vor sich hat. Ja, sie muss ja da auch Sachen mittragen, beziehungsweise hat ja auch Probleme. Im Dschungelcamp hat man ja auch gemerkt, dass da einiges am Argen ist und das, glaube ich, gar nicht so einfach war, die Zeit für sie. Von daher finde ich es wichtig, auch darüber nochmal zu berichten. Und ihr könnt, wie gesagt, mir auch immer bei Twitter oder Instagram auch gerne Sachen schicken, wenn euch irgendwas auffällt oder ihr auch noch was zu ergänzen habt und ich hier irgendwas vergessen sollte. Ich bin, wie gesagt, kein Nachrichtendienst. Ergänzt das gerne unten in den Kommentaren. Nach dem Dschungelcamp ist Claudia Norberg ziemlich untergetaucht. So deutlich kann man das sagen. Und wenn man sich, wie gesagt, sie auch sich genauer mal angeguckt hat im Dschungelcamp, dann hat man auch gemerkt, dass sie sehr bewusst weiß, was sie sagen will und dass sie auch gar keine Schlammschlacht wollte. Und das spricht schon mal in gewisser Weise für Klasse. Das hätten andere viel mehr ausgeschlachtet. Und ich muss sagen, sie hat sich dort recht sympathisch auch gezeigt. Sie kam ja auch gar nicht so schlecht an im Dschungelcamp und kam ja auch relativ weit. Also ist ja nicht sofort rausgeflogen. Und ich glaube, für viele war sie auch so einer der Sympathieträger im letzten Jahr. Aber man hat sich dann natürlich auch gefragt, warum ist sie so still und warum wehrt sie sich nicht genauer? Einige hatten ja auch mit ihr dort gesprochen, gesagt, Mensch, das darfst du dir nicht bieten lassen und Co. Und dann merkte man, okay, da ist einiges am Argen. Aber sie ist ruhig geblieben und das spricht auf der einen Seite für sie und auch dafür, dass die Ehe vielleicht auch eine Zeit lang recht gut lief und vielleicht dann auch, wir wissen ja nicht, wie es privat abgelaufen ist, aber sie hat ja immerhin auch die Tochter mit ihm bekommen und ich finde es auch generell gut, wenn man die Familie immer versucht zu schützen, auch wenn es der Ex-Partner ist und auch wenn der Scheiße baut, dass man das aus der Öffentlichkeit fernhält und da muss ich sagen, hat sie sich top verhalten, denn auch nach dem Dschungelcamp ist es sehr ruhig gewesen, also sie hat ja dutzende Shows wahrscheinlich weiterhin auch besuchen können. Sie hätte Interviews machen können oder irgendwelche anderen TV-Aufträge annehmen können, um sich auch selber eine Marke aufzubauen. Das hat sie allerdings im letzten Jahr nicht gemacht und das ist auf der einen Seite in Ordnung. Vielleicht will sie auch gar nicht so im Rampenlicht stehen. Auf der anderen Seite war das vielleicht auch ein bisschen blöd. Denn es gibt natürlich auch eine Vermutung, warum sie sich jetzt nicht äußert. Und das hat jetzt ein Insider auch ausgesprochen, warum das Ganze jetzt gerade so ist und warum sie seit Monaten quasi sich überhaupt nicht mehr gemeldet hat in der Öffentlichkeit. Und das ist durchaus auch interessant. Der letzte große Beitrag von Claudia Norberg bei RTL war im Dezember 2020. Es war davor und danach sehr ruhig und man hat sich immer gefragt, Mensch, warum sagt sie denn jetzt zu Michael Wendler nicht wirklich was? Und dieser Beitrag war auch eher unschön, denn da ging es um die Pleite der Plattenfirma 2016, wo sie Geschäftsführer war, wo Michael Wendler ja nur angestellt war und die ganzen Namensrechte von
dem Wendler und auch generell den ganzen Songs und den GEMA-Geldern ist dann überschrieben worden an Michael Wendler, statt das an die Gläubiger auszuzahlen. Also das ist jetzt zumindest der Tatverdacht. Also wie gesagt, das ist alles noch im Raume, das muss das Gericht dann entscheiden, was jetzt genau der Fakt ist, aber auf jeden Fall auch sehr unschön und auch krass, dass sie jetzt da so ein bisschen alleine dasteht und der Wendler, ja, also entweder hat sie da wirklich blöde Sachen unterschrieben, treu, doof oder keine Ahnung, was sie da getrieben hat. Auf jeden Fall war das alles nicht so richtig clever, meines Erachtens. Aber manchmal macht man aus Liebe vielleicht auch Fehler. Möchte da auf jeden Fall jetzt auch nichts Böses. Möchte ich ja auch nochmal ganz klar betonen. Aber das war so der letzte große Beitrag von RTL und danach wurde es natürlich immer ruhiger. Und die letzten Wochen hat man sich auch gefragt, warum sagt sie jetzt nicht zu Michael Wendler? Und wie gesagt, sie ist fassungslos. Sie findet das auch alles nicht gut, laut dem Insider, aber sie sagt auch aus einem guten Grund nichts, denn sie kriegt immer noch Geld von Michael Wendler. Also der ist für sie anscheinend immer noch dabei zu zahlen. Also er zahlt wohl jeden Monat auch seine Ex-Frau aus. Ja, es gibt ja da auch bestimmt, weiß ich nicht, ob es da einen Ehevertrag gab, aber es gibt ja immer auch meistens, wenn man besser verdient, dann ist es ja so, dass man dann unter dem Partner nach der Ehe dann auch noch unterstützt finanziell und es da auch Zahlungen gibt. Und die gibt es wohl und die zahlt wohl Michael Wendler auch noch. Aber man kann sich denken, wenn jetzt Claudia Norberg im Fernsehen wäre und sagen würde, Mensch, der Michi ist ein ganz schlimmer und Telegram ist ja dermaßen dämlich und der macht ja nur Schwachsinn und der schwurbelt und wie auch immer, dass er dann ganz schnell auch den Geldhahn zudreht. Und das wäre natürlich für sie dann auch kontraproduktiv, weil sie natürlich von ihm auch abhängig ist. Und das kann natürlich dann sehr, sehr scheiße sein, wenn man die Unterhaltszahlung dann nicht mehr bekommt und keinerlei Geldeinkünfte hat, weil sie ist jetzt keine Influencerin großartig. Sie präsentiert sich jetzt nicht großartig im Fernsehen mehr. Und ganzen Einnahmequellen, die man vielleicht dadurch auch bekommen könnte, sind nicht vorhanden. Und dann kommen halt noch die enormen Schulden und die ganzen Anwaltsgeschichten und negativen Dinge, die da nach der Ehe noch auf sie eingeprasselt sind. Und das ist natürlich ziemlich krass und heftig. Und daher kann ich sie auch gut verstehen, dass sie jetzt nichts dazu sagt. Aber sie soll, wie gesagt, laut Insider auch fassungslos sein und das auch nicht in Ordnung finden, was dort, wie gesagt, der Michael Wendler auf Telegram und Co. so getrieben hat. So viel dazu. Das ist jetzt so ein kurzes Update. Wenn ihr da noch weitere Sachen findet, dann könnt ihr mir die auch gerne mal schicken. Bei Instagram und Twitter bin ich am aktivsten. Dann werde ich auch gerne noch mal ein Update dazu machen. Das sind jetzt erstmal so die ersten Sachen, die auch irgendwie auf der Hand lagen. Auf der anderen Seite aber auch jetzt nie offen großartig im YouTube-Video hier bei mir zumindest gesagt wurden. Von daher habe ich das sehr gerne für euch auch gemacht, dieses Update. Und fand es auch wichtig, darüber mit euch zu sprechen. Ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, wie empfindet ihr die ganze Geschichte? Ich muss sagen, ich finde es sehr unfair. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie die ihre Ehe dort geführt haben. Mir steht es aus der Ferne auch nicht zu. Das muss ich auch noch mal ganz ehrlich sagen. Vielleicht sind die wirklich liebevoll bis zur Trennung miteinander umgegangen. Die waren ja auch sehr lange verheiratet und die haben auch beide in Saus und Braus gelebt. Ja, und nicht so schlecht. Und sie hätte vielleicht auch früher da vielleicht auch schon mal was sagen können. Aber wenn das jetzt wirklich so ist, wie ich es mir jetzt vorstelle, ja, aus der Ferne und er da wirklich gesagt hat, Mensch, unterschreib das hier mal, du bist dann Geschäftsführerin und bla bla, und wenn das pleite geht, überschreib mir einfach die Rechte und wir sind dann aus dem Schneider und er nimmt sich dann eine Jüngere und sie denkt dann auch, Mensch, scheiße, und ich habe jetzt hier die Pleite und die Gläubiger am Nacken. Wäre natürlich bitter, wenn es dann so ist. Und ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, wie ihr denkt, wie das abgelaufen sein könnte. Und wenn ihr die tägliche Dosis Trash nicht mehr verpassen wollt, dann schaut gerne mein nächstes Video an und abonniert den Kanal und vergesst den Stream um 17 Uhr nicht. Wir sehen uns dann am Sonntag um 17 Uhr. Bis bald und ciao, ciao.